Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Krefeld-Pinguine gegen die Eisbären aus Berlin. 1:4 aus Sicht der Pinguine. 4.615 Zuschauer haben das Spiel in der Jaila Arena gesehen. Die Trainer sind da. Für die Gäste ist Herr Jambard. Glückwunsch zum Sieg. Congrats on the win. Und Brandon Reed für die Krefeld-Pinguine. Mr. Jambard, your comment on today's game. Yeah, thank you very much. Yeah, I mean, coming in today, we knew the start of the game was important, and I thought we did that fairly well in the first period. We made a lot of good hockey plays, didn't turn the puck over so much. We're strong on the puck. We're able to get that lead there, and moving into the second period, I thought we. You know, suddenly we're trying to make those little fancy plays, and I must admit, like Krefeld had us on our heels a little bit. So Sebastian Dom obviously stood tall for us. Our power play gave us the ability to move ahead with a 3-goal lead, which it's always an important goal for us. And I liked how we regained control defensively in the third. Played compact, stayed above the puck, and had a couple of opportunities where we didn't score, but it felt much better in the third than it did feel in the second. It's a good win. I'm happy with not just the result, but how we conducted ourselves out there, and, you know, we just keep going. Thank you. Also er sagt, es war schon ein wichtiges Spiel und ist auch ziemlich zufrieden über weite Strecken dieses Spiels. Er wusste, dass der Start in diese Partie sehr wichtig sein wird und ist auch zufrieden, sagt Serge Jobin, mit dem ersten Drittel. Sagt er, da hat seine Mannschaft ein gutes Eishockey gespielt. Das hat sich gut angefühlt. Die Führung hat er natürlich auch noch in die Karten gespielt. Dann so der Übergang ins zweite Drittel und auch das zweite Drittel. Da sind so ein paar Nachlässigkeiten reingekommen. Da haben einige Spieler versucht, so ein bisschen noch zu zaubern. Und da war Krefeld dann dran. Da haben sie uns ein paar Mal wirklich noch auf den falschen Fuß erwischt, sagt Serge Jobin, aber Sebastian Dahm im Kasten, der Berliner, hat dann wirklich ein prima Spiel gemacht und dann natürlich mit dieser 3-Tore-Führung, die es dann ja irgendwann auch war, ein sehr wichtiges Tor, dieses dritte, sagt Serge Jobin. Und das dritte Drittel, es hat sich dann wieder deutlich besser angefühlt als das zweite Drittel, also auch mit dem Ergebnis natürlich, aber auch mit der Art, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist, ist Serge Jobin zufrieden. How happy are you, Brandon, you're coming on today's game? Good evening, Serge, congrats on the 3 points this evening. I think the two first periods were kind of the opposites for both teams. I thought the first period, way too many turnovers for us on entries. We know that they're very dangerous on the attack and we needed to get pucks deep. We played too fancy on entries. We were soft on plays and we kind of fed their game. They created momentum off their rushes, entries. It was a tough first period for us. Lucky enough, we were only down 2-0. In the second period, I thought we competed more. We made smarter plays off the rush. We were supporting our Ds. We weren't going for the long stretch passes. And we were able to create some puck battles because we had some support on the forecheck with some speed. You know, the last 7 minutes, I thought we played very good. We were in their zone for the last 7 minutes of the period. And it's tough for the guys when they don't get rewarded. You know, Welshie had two good opportunities there. Dam made some good saves, but we did have some empty nets. And in the third period, I think the frustration, guys trying to get that first goal when we were down 3, then you start, you know, not playing the right way at times, but you have to take those chances to get those goals later on in that third period. But you know what? I have to back my players up right now. First period, not easy. Second period, they go out. They play better hockey. I thought they dominated the last 7 minutes, and they don't get rewarded. And right now, with everything that's going on, it's tough mentally. And I have to give it to my players. They're trying to stay tough, and they're trying to play, and they're disappointed just like everybody else. The fans didn't quit all game, and we have to take our hats off to them. We heard them sing all night, and
Right now, we just got to focus on the good things from the game and then be ready for Shawinigan. That's all we can do. Thanks. Also Brandon sagt, dass so die ersten beiden Drittel eigentlich wirklich sehr gegensätzlich gelaufen sind. Ne? Also da gab es viele Puckverluste, wenn Krefeld den Puck ins gegnerische Drittel gebracht hat. Da war dann halt ein bisschen zu viel Spielerei dabei. Die waren nicht hart genug, haben das Ganze ein bisschen zu weich angegangen. Und das hat dann den Eisbären auch in die Karten gespielt, sagt Brandon. Also das erste Drittel, sagt er, war wirklich schwer für uns. Und dieser Rückstand, den es da gab, das 0-2, das war dann auch ein bisschen glücklich. Das hätte auch mehr sein können. Dann im zweiten Drittel, sagt er, haben wir viel, viel besser gespielt, waren viel, viel smarter auch, haben auch in der eigenen Verteidigungszone uns besser unterstützt, haben dann diese langen Pässe, diese Stretch-Pässe nach vorne nicht mehr so oft gespielt und es war dann eben auch wirklich deutlich besser im Forechecking, hat man sich gegenseitig besser unterstützt, sagt Brandon. Und die letzten 7 Minuten in diesem zweiten Drittel, sagt er, die haben ihm sehr, sehr gut gefallen. Das war gutes Eishockey, aber schwierig wird es dann, wenn du dich für solche guten Phasen in dem Spiel nicht belohnst. Sebastian Dahm auch hier wieder lobt, der hat dann einige sehr, sehr großartige Paraden gezeigt. Da waren einige Situationen dabei, wo das Tor frei war, wo Krefeld wirklich ganz nah an den Toren war. Und im dritten Drittel, wenn man sich nicht belohnt für solche guten Phasen, dann ist es eben so, dass da so ein bisschen die Frustration reinkommt, dann fehlt die Konzentration. Da muss man auch so ein paar Risiken noch eingehen und da so ein bisschen mehr noch vielleicht nicht oder von dem abweichen, was man trainiert hat. Aber insgesamt, es ist halt eine schwierige Situation, sagt Brandon. Also nicht nur vom Sportlichen, mit allem drumherum, sagt er, das ist im Kopf wirklich für die Spieler auch schwer. Aber er sagt, die Fans, die haben heute da wieder richtig gut dagegen oder mitgemacht, haben das ganze Spiel über durchgesungen und davor zieht er wirklich den Hut. Und jetzt geht es dann weiter mit Schwenningen am Sonntag. Mr. Aubin, your team has been performing pretty consistently as of late. Before the game, Brandon said on Magenta that he considers your team to be one of the title contenders this year. You made some very smart move, especially after the international break. How happy are you with the performance of your team in the past few couple of games? Also, ich habe gerade gefragt, Brandon hat vor dem Spiel gesagt, dass er die Eisbären so wirklich mit so einem engen Favoritenkreis auch auf die Meisterschaft zählt. Er sagt, das haben die da wirklich ein paar sehr, sehr gute Veränderungen noch gemacht. Und ich möchte jetzt von Serge Aubin wissen, wie zufrieden er mit der Leistung seiner Mannschaft in den letzten Spielen und Wochen ist. Yeah, I think, I mean, I love my team. I think we got plenty of skills, plenty of speed. We got a good mix of, we got different flavors. We can play the hard game if need be. We're strong along the wall. But what I like the most is, I think, and a lot of credit goes to the players, is everybody's accepting his role. And the role can change as the year goes on, but somehow, you know, throughout the little adversity early in camp, and, you know, we just kept battling, and I got a feeling we're becoming a family. And, you know, it doesn't really matter for us who scores, who doesn't score. Like, all they care about is winning hockey games. And it's a great feeling as a coach to be behind a group like this that's committed for the right reasons. And I think that's why we're having fun and we're working hard. But, you know, this, I think our biggest strength as a team is the fact that we all care for one another. And we'll do whatever is required in order for the Eisbären to have success. And that's our real strength. It's not so much that we're overly skilled or faster than everyone else, but I think we've gelled pretty good as a group. And that's definitely one of our strengths. Thank you. Also er sagt, dass er wirklich sein Team liebt, vor allem, dass es natürlich viel Skill gibt, also viel Fähigkeit, dass das Team auch eine Menge Geschwindigkeit mitbringt, dass er als Coach auch viele Möglichkeiten hat, mit dem Team zu spielen und verschiedene Dinge auszuprobieren. Also das harte Spiel, das kreative Spiel, das kann man alles machen. Aber er sagt, das ganz, ganz Wichtige bei uns ist, dass jeder seine Rolle akzeptiert. Das kann sich natürlich auch in der Zeit ändern, so über eine Saison, da kann sich immer mal wieder was ändern, aber die haben einfach Spaß, die wollen Hockeyspiele gewinnen und wer da am Ende scoret, das ist da wirklich zweitrangig. Also es ist wirklich eine Familie, sagt Serge Aubin. Und das ist so die größte Stärke der Eisbären, dass da jeder für jeden kämpft. Brandon, it's not much time until the next game on Sunday, Schwenningen. How will you
you be approaching your job as a coach to get today out of the players' heads, what to improve on, how will you be doing this? Also ich möchte jetzt wissen, es ist natürlich nicht viel Zeit bis Sonntag Schwenningen. Wie geht Brandon jetzt als Coach damit um, dass man das Spiel heute möglichst schnell aus dem Kopf kriegt und dann für Schwenningen dann wieder fit und bereit ist? Well, after a Friday game, the next game comes pretty quick in this league. But I think guys are caring more than this game. And as coaches, Pierre and I are going to sit down tonight and really think about what we need for tomorrow and for Sunday. I feel like we have to really dissect a lot of things, and that's our job, and to get a different feel. A different feel right now on the ice, maybe the way we play, maybe some lines, mix it up a little bit. Because we do have the skill, we do have the talent. We just got to change the mindset. That's all it is. Hockey, sport, it's all mindset. And right now, it might be a little bit too much of the same, you know, even if we did change lines and we changed a little bit here and there, you know. So to come tomorrow, you know, try and bring the best energy possible into the rink and carry that into Sunday, maybe with some new looks and some new exciting things. And that's our job as coaches to switch that up, and not too much, because then it gets chaos. But yeah, we got some work to do, but most of it is mental, and you know, that's just it could be a little thing. And we're going to try and find that little thing here tonight in the next couple hours. Danke. Also er sagt es natürlich normal, das ist ja der normale Rhythmus, dass man relativ wenig Zeit hat, zum nächsten Spiel dann noch was zu ändern. Aber er wird sich heute Abend mit Pierre zusammen hinsetzen und wirklich ganz genau schauen, was da heute nicht so funktioniert hat. Das ist die Aufgabe, da jetzt eben rauszufinden, möglichst kleinteilig auch anzuschauen, was da heute ausschlaggebend war. Vielleicht gibt es noch ein paar Reihenumstellungen, sagt er. Und also das Talent und die Fähigkeit ist auf jeden Fall im Team vorhanden. Aber es ist so ein bisschen die Einstellung, also das Mindset, sagt er. Das ist so das Wichtige, wo er jetzt dran arbeitet. Wird in dieser kurzen Zeit mit dem Trainerstab. Das können kleinere Dinge sein, also wenn man jetzt die Energie dann wieder aufs Eis kriegt und die dann auch mitnimmt ins Spiel am Sonntag. Also das Mentale ist da das Wichtige. Gibt es Fragen aus der Runde? Ausnahmsweise nicht heute. Dann darf ich mich für den Besuch bedanken, einen schönen Freitagabend wünschen. Weiter geht's für die Eisbären mit zwei Heimspielen. Two home games coming up for you. Sunday Wolfsburg, Friday next home game Cologne. Best of luck for that. Wir spielen am Sonntag in Schwenningen, wie erwähnt, und zum nächsten Heimspiel sind wir uns hier heute in einer Woche. Dann ist Nikolaus gegen Red Bull München, gewohnte Freitagszeit 19:30 Uhr. Bis dahin, schönes Wochenende, wir sehen uns.